Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22 von der Deichhof. Und hier läuft der Motor von unserem Klaas Thorion, denn ich habe mir hier noch einen Strohballen rausgelegt. In der Zwischenzeit habe ich die Tierchen gefüttert, habe noch ein bisschen Silage gemacht, denn wir müssen noch warten, beziehungsweise jetzt sollte es eigentlich soweit sein, glaube ich. Lass mich mal schauen. Und zwar Silage und Silage hervorragend. Das sieht jetzt gut aus. Die Ballen dürften ready sein, damit wir die dann verkaufen können. Apropos verkaufen. Ja, lasst euch überraschen, denn ich konnte wieder mal nicht an mir halten. Aber wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Jetzt erstmal hier den Ballen zu unseren Tierchen, zu unseren Kühen als Einstreu. Und dann schauen wir vielleicht noch einen für die Schweinchen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. So, dann machen wir, dann machen wir mal hier die Tür auf und dann bringen wir den Ballen rein, denn mittlerweile wissen wir, stopp, da kommen die Ballen nicht rein. Wir müssen die Ballen, glaube ich, da reinmachen, oder? Wie war das noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, doch, ich glaube, die fertigen Ballen kommen hier rein. Ah, warte ab, warte. Jo, das, glaube ich, passt. Lass mich sehen. Der Ball zeigt an, 3500. Okay. So, die Tierchen sind soweit auch gefüttert. Dann fahren wir mal hier hin und parken den Klaas. So, Motor aus, dann wieder hier das Türchen zu und mal kurz reinspitzen. Und ich bin ja sehr, sehr zuversichtlich, dass das Ganze jetzt hier klappt mit der Deichhof. Denn ich habe jetzt hier eine kleine Aufnahmesession und bis jetzt funktioniert es. Jo, hier ist soweit alles gut. Den Kühen geht es gut. Aber wir müssen uns später noch ums Wasser kümmern, auf jeden Fall, bevor wir hier in den Verkauf gehen. Aber apropos Verkauf, wir werden jetzt etwas verkaufen. Und zwar unseren Fendt und diese Direktsaatmaschine, die zwar gute Dienste geleistet hat, aber ihr wisst ja, wir haben da immer so ein bisschen ein Problem. Außerdem müssen wir ja danach noch düngen. Wir können uns mit der Köckerling das Leben zwar leichter machen, aber mit einer Pronto noch mehr. So, lasst uns mal schauen, kriege ich denn... Warte. Wir müssen sowieso hier rum. Dann können wir eventuell hier auch das Saatgut auswerfen und dann fahren wir zum Händler. Und warum, könnt ihr euch ja vielleicht schon denken, weil was Witziges oder Gutes... Augenblick. Jo, so passt das. Saatgut ist ausgeladen. Weil natürlich wieder mal im Gebrauchtshop was war. Hups, da habe ich vergessen, das Tor zuzumachen. Ja, ich wollte eigentlich ja noch das Wasser hinbringen, aber jetzt bringen wir das schnell weg. Denn dieses Angebot, diese Okkasion musste ich mir gönnen. Ihr könnt es vielleicht schon erraten. Ihr könnt es vielleicht schon wissen, was dort beim Händler für mich wieder parat steht. Warum ich dann einfach nicht mehr an mir halten konnte und ich noch ein bisschen Geld aufnehmen musste. Aber es wird ja auch gleich reinkommen wieder, wenn wir hier die Ware verkaufen. Bleib mal kurz hier stehen. Wir schauen mal. So, wie geht es denn den Schweinchen? Was haben wir da drin? Stroh 14.000. Und wie viel geht da rein? Ja, das passt schon. Da ist voll. Da müssen wir uns ja nichts mehr kümmern. Dann fahren wir mal flott mit dem Fendt 920 Vario zum Händler. 10,7 Arbeitsstunden. Ich glaube, ich habe das Ding neu gekauft. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Oh, da kommt jemand. Dann machen wir mal den Tempomaten rein. Und dann erfreuen wir uns an diesem wunderschönen Tag, an dem wir noch viel, viel Geld machen werden. Denn über 25 Silageballen gehen noch raus. Da werden wir noch ordentlich Kohle machen. Die BGA ist auch gut gefüllt, wird Geld machen. Und dann schauen wir mal, ob noch ein bisschen Brot geht. Ja, und dann ja, haben wir eigentlich Februar, März nicht viel zu tun, außer zu schauen, dass es unseren Tieren gut geht. Und im April werden wir, denke ich, dann unsere restlichen Kleidung verkaufen. Zwischendurch natürlich noch ein bisschen Wolle.
in die Fabrik Bingen, in die Textilfabrik. Und hier geht's jetzt zum Händler. Und da ist er gleich. Da steht er. Natürlich ein Deutz. Ein Deutz steht da in der Warrior-Ausstattung. Das hat mich gefreut. Und warum das Ganze? Und da liegt immer noch der Ballen. Da liegt immer noch der Ballen. So, also das Ganze wird jetzt verkauft. Das stoßen wir ab als Ganzes. Komplett die Tutti. So, das heißt, wir lackieren neu. Und wir reparieren. Wir lackieren neu. Und wir reparieren. Und wir lackieren. Oh, 16.000. Oh, das haben wir gar nicht mehr. Naja, okay. Also, wir reparieren. Dann gibt es 48.000 plus 34.000 plus noch ein paar zerdrückte. Und ich sage mal, ab die Post, verkaufen. 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 Jo, und dann ist es gleich still um uns. 94.000. Und da werden wir aber gleich wieder was zurückgeben, denn ich habe kurzfristig ein bisschen Kredit nochmal aufnehmen müssen. Ihr seht es, 210. Da zahlen wir jetzt erstmal etwas zurück. So, und wir brauchen noch ein Gewicht, fällt mir gerade ein. Wir brauchen noch ein adäquates Gewicht. Ein Gewicht für den Deutz. Ja, lass mich mal schauen. Ich denke so um die 1500 wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Nehmen wir das Tenwinkel. Okay. So, und warum das Ganze? Der Kollege hier, der hat doch glatte 200... Ja, da war noch dieser John Deere drin mit 326 PS. Nee, wie viel hat er sogar? 326. Aber ich habe mich jetzt für den Deutz entschieden mit 247. Mein Klassiker eben. Erstens mal 60 km/h, 247. Und dann werden wir uns, wenn es soweit ist, wieder eine schöne, schöne Direktsaatmaschine kaufen. Und zwar, dingelingeling, natürlich meine Lieblings-Pronto. Hier die Horsch Pronto 6 DC. Da können wir 18 km/h. Wir haben Direktsaat mit Düngen und 6 Meter. Und ja, ich weiß, der Fendt hatte etwas mehr als 200 PS. Aber natürlich sind wir hier mit dem Deutz wirklich gut bestückt mit 247. Da haben wir noch genügend Luft nach oben und nochmal ein bisschen mehr km/h auf der Straße. Also mehr PS. Und deswegen soll er es sein. Und außerdem, es ist halt ein Deutz. Es ist halt mein Lieblingsdeutz. Ja, den brauche ich, den muss ich haben, den will ich haben. Der gehört für mich auf den Hof. Ich weiß, ja, schade um den Fendt, aber naja, sei es drum. Es haben eben halt auch andere Mütter schöne Töchter. So, da freue ich mich drauf. Jo, dann fahren wir mal zurück zum Hof. Dann darf der Kollege vielleicht schon mal eine kleine Runde Wasser fahren, denn wie gesagt, wir haben hier ein schönes großes Fass, das werden wir einmal voll machen. Ups. Und dann bekommen unsere Gewächshäuser Wasser und unsere Schäfchen. Ja, das ist natürlich halt auch der ideale Abfahrer. Sehr schön. So, hier geht's wieder rein. Ja, ich halte ein bisschen nicht hier die Spuren. Ne? Naja, ist ja ein größeres Gerät, mehr PS. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. So, was hat er denn? 13,3. Also so viel Unterschied macht es gar nicht. Natürlich müssen wir den mal Gelegenheit dann mal reparieren. Aber die ersten Monate kommen wir damit auf jeden Fall zurecht. Und wie gesagt, ich erhoffe mir ja vor allen Dingen von den Textilien dann den richtigen Sprung. Aber die Silage wird uns jetzt auch nochmal ordentlich Geld bringen. Ah, ich glaube, wir müssen hier die Dinger hier noch aus dem Weg räumen. Stoppe mal. Ich glaube, wir müssen hier durch. Komme ich da überhaupt durch mit dem Deutz? Ja, das sind natürlich jetzt schon große Geräte, gell, für diesen Hof. Der ist eher so mittlere. So, das Fass. Das müsste doch noch, da müsste noch ein bisschen Wasser drin sein, oder? Wenn ich richtig weiß. Ach, da ist Milch drin. Okay, dann müssen wir hier Milch verkaufen. Beziehungsweise, warte. Eieieiei. Ja, jetzt müssen wir erstmal vorwärts und aufhören, hier über den Randstein zu brettern. Da ist noch Milch drin. Sehr gut, dann gehen wir mal Wasser holen.
ich ihn liebe. Ich liebe ihn. Natürlich habe ich da noch ein kleines bisschen was drauflegen müssen. 13.000 für die Warrior-Ausstattung, aber das habe ich mir gegönnt. Ein bisschen Warrior muss schon sein. Jo. So, Leute. So, dann einmal ja, noch ein Stück, oder? Augenblick, warte. Hilfe an, habe ich irgendwas vergessen? Ah, jetzt geht's los. Befüllen. Befüllen mit Wasser. So, wer braucht alles Wasser? Wer braucht dringend Wasser? So, die Schweinchen nicht. Die kriegen automatisch, die Hühner auch nicht. Und diese Schäfchen auch nicht. Die Kühe auch nicht. Nein, aber hier gibt es natürlich, ja, da ist der Bedarf da. Dann fahren wir mal hier lang. Und hier werden wir definitiv dann im, ja, bevor wir in die Aussaat gehen für unseren Mais, werden wir uns hier noch einen schönen Weg basteln. Ja, das bietet sich an. So, ich bin eigentlich der Meinung, dass in dem Joskin-Fass auch noch ein bisschen Wasser drin ist. Ah, die Bremsen. Also ich weiß nicht. Irgendwas ist anders. Es schiebt und schiebt alles. So, komm schon. Jetzt. Einmal überladen, bitte. In der Zwischenzeit schauen wir mal, was das Joskin hat. Nee, da ist... Nee, stopp. Nee, da zeigt mir das nicht an, oder? Nee, der zeigt nur den Schaden an, aber nicht, was drin ist. Ja, ist klar, ne? Ist klar, ne? Ja, wer möchte denn nicht mal fotografiert werden mit einem wunderschönen Augenblick mal? Ah, ich denke, das reicht mir jetzt nicht, oder? Schauen wir mal. So, einmal, ja, ist klar, jetzt läuft's weg. Jetzt läuft's weg, jetzt, wo ich ein schönes Foto machen wollte. So, dann halt nicht, meine Freunde. Wer nicht aufs Bild will, kommt nicht aufs Bild. So, dann fahren wir mal hier rum. Und zum Gewächshaus. Stopp mal, wo ist Wasser? Ach, da kommt das Wasser hin, genau. Ah, ist er nicht schick? Drehschick, Belgik, sehr schön. Machen wir aber hier noch ein schönes Foto. Ja, da muss noch ein Thumbnail her. Zack, dankeschön. So, zack. Andere Richtung, einschlagen. Schauen wir mal, was die Gewächshäuser sagen. So, das ist das Neue. Das ist dann gut gefüllt, denke ich, oder? 16.000, fast bald leer. Okay. Augenblick. Ja, 10.000. Sehr schön. Dann holen wir noch eine Fuhre. Und dann geht's in die Silage. Dann werden wir erstmal ein bisschen Silage verkaufen. Dann sind, glaube ich, die Tierchen alle zufriedengestellt. Den Hühnern, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen was zu fressen geben. Aber erst schauen wir mal und dann sehen wir weiter, wie der Kaiser sagt. Ja, merkt man sofort, wenn es fast leer ist, dann geht es natürlich flotter. So, noch ein Stück und jetzt auffüllen. Dankeschön. So, 90 und ab die Post. Ja, das ist ein fairer Zug vom Kalle, dass er uns hier einen Hydranten hingestellt hat, der, wo das Wasser nichts kostet.
Ja, der wunderschöne Deichhof Abendfrieden. Ganz tolle Sache. Jetzt hätte ich aber auch gleich hier rumfahren können, denke ich. Ja, warte, warte. Wir füllen vielleicht das andere Gewächshaus noch komplett auf. Ja, 2.000, 3.000 passen da, glaube ich, noch rein. So, bevor wir hier ins Haus reinfahren. Weil dann können wir als nächstes natürlich auch den Wassertank gleich stehen lassen. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, komme ich da überhaupt so rein? Ja, warte, warte. Ja, das müssen wir irgendwie anders managen. So ist besser. Genau, weil dann können wir nämlich das Fässchen hier auch erstmal stehen lassen. So, da läuft rein. 15.000, da unten dürfte jetzt der voll sein. Sehr schön. Genau. Sehr gut. Dann lassen wir den mal hier. Dann fahren wir dem nochmal einmal so ein bisschen als kleine Hofrunde einmal rumherum und bringen den dann zur Abstellung, oder zum Abstellplatz. Und dann geht's in den Silageverkauf mit unserem Lindtrack. Hervorragend. So, da fahren wir mal rein. Da können wir ihn erstmal abstellen. Und da finden wir dann auch ein schönes, schönes Plätzchen für unseren Pronto, den wir dann demnächst dann auf jeden Fall erwerben möchten. So, ich denke, finanziell werden wir das hinkriegen. Das müssen wir einfach hinkriegen. So, den Lindner müssen wir wieder umbauen, beziehungsweise den Strautmann, nicht den Lindner. So, passt das soweit? Jo, also ab die Post. Dann bringen wir noch mal ein bisschen Silageballen weg. In der Zwischenzeit ist der Preis noch mal etwas nach oben gegangen. Also der Preis hat noch mal angezogen. Das ist gut, gut, gut. So, zack. Und wieder umbauen. Zack. Ballen Autoload. Das ist gut. Das gefällt mir. So, ich glaube, wenn wir 10 Ballen rauslassen, dann haben wir zu wenig Platz, ne? Also, das heißt, Silage, 8 Stück. Ja, ist Silage, sehr schön, passt, passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Ach so, müssen wir den jetzt wieder umbauen. So, lass mich kurz schauen. Ja, ist wieder natürlich ausgewählter Pro, Helfermodus ein. Hier müssen wir den Arbeitsmodus wieder ändern auf Easy. Easy, easy, mein Freund. Take it easy, altes Haus. So, dann hier natürlich auf Arbeitsstellung und dann sammeln wir die Ballen ein. Zwei Stück gehen noch. Elftausend. Sehr schön. Wieder in Transportstellung und ab die Post. Und im Moment sieht es ja wirklich richtig gut aus hier mit der Deichhof. Was Abstürze angeht. Warum, wieso, weshalb es jetzt auf einmal... ja, verhältnismäßig gut läuft. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hatte ja ursprünglich mal viele, viele Mods deinstalliert. Dann ist es trotzdem abgestürzt. Dann habe ich einfach, ja, ich sag's mal so, keine Lust mehr gehabt. Da habe ich alle wieder installiert, beziehungsweise aktiviert.
Und witzigerweise funktionierte der, oder seitdem funktioniert es. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich daran liegt, einfach mal alle Mods runterzunehmen, alle Mods wieder zu laden. Keine Ahnung, ob es daran liegt. Also, wobei, wie gesagt, nicht geladen, sondern aktiviert im Mod-Hub. So, dass wir hier für dieses Projekt wieder eigentlich auf fast alle Mods zugreifen können. Eben nicht auf die, die ich von vornherein schon ausgeschlossen habe. Aber es hat wohl anscheinend was gebracht. So, wir sind beim Viehhandel und geben jetzt hier Ballen ab. Und dann schauen wir mal, was das Ganze wieder bringt. So, entladen, entladen. Es geht raus und macht hier Kohle. 21.000, 23.000, 24.000 Freunde. Wir steigen aus, wir freuen uns, der Lindtrag und am Viehhandel. Das soll es wieder mal gewesen sein für eine Folge Deichhofabend Frieden, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gerne einen Daumen raus und ein Abo wäre natürlich auch herzallerliebst, Freunde. Ich bedanke mich, sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.